Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS und willkommen zurück zu Colony. Ja, wir werden heute wieder zum Mond fliegen. Na, okay, nicht zum Mond, aber nächste Folge werden wir das. Wir haben hier ein kleines Landemodul. Da können wir dann die ganzen Sachen andocken. Wir landen auf dem Mond, wir fliegen wieder weg. Ja, das ist wieder verwendbar. Und das werden wir dann natürlich auch wieder auffüllen müssen. Ja, die Idee ist eigentlich von Domolo Lull. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls stand in dem Kommentar, mach doch mal ein Landemodul. Und hier ist es. Ich werde das dann jetzt gleich an die Raumstation anbinden. An die Mikroraumstation. Und das machen wir natürlich mit der Atlantis 3. Die gängigste Rakete momentan. Ich würde sagen, starten wir einfach. Wir haben keinen Fallschirm, egal. Fliegen wir trotzdem. So. Schub auf 100%. Los geht's. So, ich beginne mit der Drehung. Ich mache den Schub ein bisschen geringer, weil die Geschwindigkeit gerade dermaßen schnell steigt. Nur noch 10% übrig und zweite Stufe startet. Wir haben die Atmosphäre verlassen und da ist auch schon das Landemodul mit diesem riesengroßen Tank dran. Damit werden wir nämlich dann die Mikroraumstation wieder auffüllen. Huch, ich habe ein bisschen zu weit, also ich habe zu spät die Düsen ausgemacht, aber egal. So, und dann segeln wir mal ein bisschen durch die Luft.
Dieses Mondlandemodul wird übrigens in sehr vielen Videos noch eine Rolle spielen. Schließlich will ich ja eine Mondbasis bauen. Und da wäre eine wiederverwendbare Landeinheit ganz nützlich. Landebeine ausfahren. RCS-Düsen an. Zündung. Und Landung. Sehr schön, 0,7% Treibstoff übrig. Und dann setzen wir das hier mal als Ziel. Ich würde gerne noch den Orbit ein bisschen verringern. So, fokussieren und Zeitraffer einschalten. Jetzt noch den Orbit erhöhen. Und dann wieder den Zeitraffer anmachen. Und da haben wir auch schon angedockt. Dann füllen wir mal alle Tanks auf. Damit es für die nächste Mission bereit ist. So, dann docken wir ab und entfernen uns ein bisschen. Und da haben wir auch schon das Mondlandemodul. Ja, sieht doch ganz gut aus.
Es ist halt in der Lage zu landen, also mit einem Gewicht dran zu landen, auf dem Mond und wieder abzuheben und wieder hier anzudocken. Ich glaube, ich könnte auch noch ein zweites Mal dann hier an den seitlichen Andockschleusen dran machen. Aber ich glaube, eins reicht erstmal. Sonst könnte ich noch zwischen den Folgen noch eins dran machen. Aber jetzt reicht's erstmal. So, da sind wir schon wieder in der Erdatmosphäre. Einmal ein bisschen ausrichten. Sonst drehen wir uns am Ende noch wild im Kreis. So, gleich haben wir 3 Kilometer erreicht. Landebeine. RCS-Düsen. Und Zündung. Okay, wir haben ein Landebein verloren. Aber der Rest ist noch ganz mit 20% Treibstoff. Die Rakete war definitiv noch zu schwer. Ich hätte weniger Treibstoff nehmen können, aber es hat ja alles geklappt. So, dann beenden wir hier mal die Mission. Die war natürlich erfolgreich. Die da, naja, aufgeprallt halt, aber egal. Und da haben wir wieder unsere Mikroraumstation mit unserem Mondlandemodul. Ja, das werden wir natürlich auch in den nächsten paar Folgen nutzen. Denn jetzt kommt die Mondbasis dran. Wir haben ja schon die Raumstation gebaut. Ja, hier. Das ist die Raumstation. Und hier halt die Mikroraumstation. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.